Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem schönen Podcast Macht der Epigenetik. Heute mit deinem Host Dr. Manuel Burzler und ich habe mal wieder einen wunderbaren Gast dabei und zwar Dr. Wolfgang Briesch. Lieber Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Wir werden heute ein bisschen über Epigenetik sprechen. Wir werden über sekundäre Pflanzenstoffe sprechen, weil du eine beeindruckende Laufbahn auch hingelegt hast in den letzten Jahren. Und du kannst uns ganz, ganz viel über diese Pflanzenstoffe erzählen, was sie eigentlich mit unserer Gesundheit machen, warum sekundäre Pflanzenstoffe für uns so gesund sind. Und ich würde vorschlagen, wir tauchen so ein bisschen direkt in deine Laufbahn ein, denn du hast dich von einem ganz klassischen Mediziner wahrscheinlich während deiner Laufbahn zu einem Mediziner entwickelt, der gesehen hat, dass die Natur ganz, ganz viele Stoffe für unseren Körper und für unsere Gesundheit bereithält und du eine komplett neue Sicht auf Gesundheit und vor allem aber auch auf das Thema Longevity, Langlebigkeit bekommen hast. Magst du ein bisschen über deine akademische Laufbahn sprechen? Du warst ja beim Max-Planck-Institut. Magst du da hier einfach ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dich überhaupt mit sekundären Pflanzenstoffen auseinandergesetzt hast? Ja, also ich bin ganz klassisch ausgebildet als Mediziner. Und wie du selbst weißt, lernt man, oder jedenfalls damals, als ich studiert habe in den 80er Jahren, hat man im Medizinstudium über Ernährung ungefähr 10 von den 6 Jahren 10 Minuten, wenn es hochkam, gehört. Über sekundäre Pflanzenstoffe wurde nur höchstens die Nase gerümpft und gesagt, das ist alles esoterischer Quatsch. Also das war sozusagen meine Ausgangsposition. Stand ich auch voll hinter. Ich bin dann praktisch während des Studiums und nach dem Studium erstmal in die Grundlagenforschung gegangen. Ich habe am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in der Neurobiologie, also in der Hirnforschung, promoviert und dann auch 5 Jahre lang eine Arbeitsgruppe geleitet für genetische Forschung am Gehirn. Also letztendlich, welche Genexpressionen spielen da eine Rolle? Das waren noch relativ frühe Zeiten. Mittlerweile sind wir ja da in der ganzen Forschung sehr viel weiter. Das Gehirn verstehen wir immer noch nicht richtig. Aber das war sozusagen meine Ausgangsposition. Ich habe dann 2 Biotech-Firmen mitgegründet, die sich auch letztlich mit genetischen, nicht Manipulationen, aber Beeinflussungen, sogenannte Antisense-Technologie, um bestimmte Gene auszuschalten, die eventuell pathologische Wirkungen haben, letztendlich das betrieben. Dann bin ich 2000 aus diesen Firmen aktiv ausgestiegen, habe was Neues angefangen und dann wieder ein Biotech-Unternehmen, wo ich heute auch noch drin arbeite, gegründet, was sich mit einem rein synthetischen Pharmawirkstoff im Bereich der Entzündungserkrankungen und chronischen Entzündungserkrankungen bis hin zu Aging beschäftigt. Also das war erstmal eine ganz normale oder ganz klassische Karriere, sehr Pharma und klassisch orientiert. Und dann habe ich letztendlich im Zuge dieser Medikamentenentwicklung natürlich sehr viel wissenschaftliche Literatur gelesen zu chronischen Entzündungen, zu diesen ganzen Prozessen, die zum Aging führen. Die Epigenetik kam relativ spät dazu. Das ist ja ein relativ neues Feld, dass wir wissen, was die überhaupt macht und wie viel wir am genetischen Apparat noch in unserer Lebenszeit manipulieren und ändern können im positiven Sinne. Und bin eben immer wieder über gute Forschung gestoßen, über sekundäre Pflanzenstoffe oder natürliche Inhaltsstoffe, Pflanzen, Diät, all diese Dinge. Das hat so langsam hat sich das so aufgebaut, bis ich dann auf der einen Seite gesehen habe, da ist doch was dran, da musst du dich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und auf der anderen Seite natürlich gesehen habe, dass unsere Medizin, gerade was die
chronischen Erkrankungen angeht, die chronisch entzündlichen Erkrankungen, die Alterserkrankungen, relativ doch auf der Stelle tritt. Wir bekämpfen Symptome, aber wir haben eigentlich wenig Werkzeuge, auch in der Spitzenmedizin, der sogenannten Spitzenmedizin, um wirklich hier eine positive, einen Heilungserfolg zu erzielen bei chronischen Erkrankungen. Und das war sozusagen der Auslöser, sagen wir, irgendwo kommen wir hier nicht weiter oder das reicht alleine nicht aus. Was gibt es über den Tellerrand? Ja, spannend. Und so ähnlich oder genauso denken wir ja auch bei uns. So ähnlich bin ich auch aufgewachsen und hatte auch ganz, ganz viele tolle Mentoren. Und ich sehe es genauso. Wir haben da draußen die chronischen Erkrankungen steigen meines Erachtens immer mehr und mehr an. Wir haben aber wenig Lösung für die wirklich tiefer liegenden Ursachen. Und die Natur hat eigentlich für uns schon den, ja, hier vorgesorgt und gibt uns die Möglichkeiten, hier bis auf unsere Genexpression über sekundäre Pflanzenstoffe einzugreifen. Du bist ja wirklich, du hast ja so einen Wandel durchzogen. Ja? Also du hast ja eigentlich vom anfänglichen Skeptiker wurdest du zu einem leidenschaftlichen Verfechter dieser sekundären Pflanzenstoffe. Gab es für dich einen so ein Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, das verändert komplett meine eigene Perspektive. Ja, die gab es auch. Und zwar bin ich mal angesprochen worden vor einigen Jahren von Eltern und auch einem Arzt, die Kinder mit einer schweren genetischen Erkrankung haben. Nennt sich Duchennesche Muskeldystrophie, ist ein Gendefekt, der dazu führt, dass bei diesen Kindern die Muskeln schwinden zunehmend und die Lebenserwartung dieser Kinder mittlerweile früher so bei 20 Jahren lag, heute so bis auf 30 Jahre hochgegangen ist. Aber es ist natürlich eine furchtbare Erkrankung. Und ich bin angesprochen worden aufgrund des Medikaments, was wir entwickeln, des pharmazeutischen Wirkstoffs, der da eventuell auch eine Wirkung hat. Das entwickeln wir jetzt auch gerade in dieser Richtung. Das war so vor 5 Jahren, und ich hatte das nur peripher im Studium mal gehört, musste das wieder nachlesen, Duchenne-Muskeldystrophie, und habe dann eigentlich sehr, sehr stark so mich mit diesem, praktisch dieses Schicksal dieser Kinder und Familien hat mich sehr berührt. Und ich habe denen, die mich da angesprochen haben, mittlerweile gut befreundet sind, aber sagen müssen, ja, ich sehe ein Potenzial für unser Medikament in dieser Erkrankung, aber der Zulassungsprozess und der dauert 10 bis 12 Jahre, das kommt vielleicht für eure Kinder schon zu spät. Und was können wir denn, lass mich mal überlegen, was wir machen können, was euren Kindern jetzt hilft. Und da bin ich eben gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, was mit diesen sekundären Pflanzenstoffen, mit natürlichen Wirkstoffen zu tun ist, die den Energiestoffwechsel verbessern, die Entzündung, die eine große Rolle bei dieser Muskelschwund spürt, beeinflussen. Und aus meinem Herkommen von der Neurobiologie interessiert mich auch immer ganz stark bei Krankheitsgeschehen, wie ist die mentale Verfassung? Wie fühle ich mich? Natürlich, wenn eine chronische Erkrankung macht, und gerade so eine lebensbedrohliche oder bedrohliche Erkrankung macht natürlich auch etwas mit einem selbst, mit der Psyche, mit der Lebensqualität, mit der psychologischen Lebensqualität. Cut a long story short, ich bin dann ins Labor, habe praktisch nochmal alles recherchiert, was ich so bekommen konnte und praktisch eine sehr komplexe Mischung an verschiedenen Pflanzeninhaltsstoffen gemacht. Zusätzlich noch mit einer Technologie, die die Bioverfügbarkeit verbessert, können wir später noch drauf einkommen. Naja, jedenfalls habe das mal so ein Testmischung gemacht, die erstmal selbst genommen. Natürlich wollte ich sehen, dass sie gut verträglich ist. Dann habe ich sie den beiden Vätern geschickt. Einer ist eben ein Arzt aus den USA, der andere ist ein Freund aus England. Die haben es auch erstmal selber probiert, bevor sie es ihren Kindern gegeben haben. Dann haben sie es ihren Kindern gegeben. Und der Erfolg oder das Ergebnis hat mich und sie auch völlig umgehauen, denn diese Kinder,
haben innerhalb von wenigen Wochen praktisch, sagten sie, ist als ob ein Lichtschalter angegangen ist, und zwar hauptsächlich im mentalen Bereich. Die Kinder sind eigentlich nicht irgendwie geistig zurückgeblieben oder behindert, aber natürlich unter sehr starkem Stress. Im mentalen Bereich, in der Stimmung, in der Motivation, ein riesen Fortschritt. Diese Eltern sind sogar von der Schule, ohne dass die wussten, dass die irgendwas nehmen, angesprochen worden, gesagt, was ist mit eurem Sohn los? Der ist plötzlich ein ganz anderer Mensch. Naja, also das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, wie ich es nie für möglich gehalten hatte, und sagte, dann war eben die Frage, wenn wir für so eine schwere Erkrankung etwas mit natürlichen Inhaltsstoffen machen kann, was können wir dann in allen möglichen anderen Lebenssituationen bis hin zum gesunden Altern machen? Das war also ja so der Kickoff für dann da ganz tief einzusteigen. Ja, schön. Das bedeutet ja eigentlich, durch dieses Erlebnis hast du einerseits sozusagen deine Scheuklappen vielleicht, die du davor hattest, beziehungsweise hast noch weiter über den Tellerrand schauen wollen wahrscheinlich, und hast dich dann tiefer, Step by Step, auch in die Forschung noch tiefer hineingekniet, was es eigentlich auch zu den sekundären Pflanzenstoffen gibt. Also die verborgene Superkraft sozusagen unserer Pflanzenstoffe. Magst du hier vielleicht drauf eingehen, weil es gibt ja, einerseits sind diese sekundären Pflanzenstoffe, das wissen wir ja schon lange, sie wirken antientzündlich, sie wirken teilweise antioxidativ, aber wir wissen mittlerweile, und jetzt hätten wir hier die Verbindung zur Epigenetik, dass sie auch auf unsere Genexpression wirken. Also hier es eine Verbindung gibt, unsere Gene zu steuern. Magst du hier mal kurz darauf eingehen, was sekundäre Pflanzenstoffe machen, warum sie antientzündlich wirken und dass sie bis auf unsere Gene wirken können? Ja, also erstmal vielleicht zur Begrifflichkeit, warum heißen die sekundäre Pflanzenstoffe? Das sind also Moleküle, also natürliche Stoffe, die Pflanzen bilden, die aber nicht für das primäre Überleben der Pflanze notwendig ist. Deswegen heißen sie sekundäre Pflanzenwirkstoffe. Und in der Regel sind das Stoffe, die die Pflanzen produzieren, um sich zum Beispiel vor Schädlingen, vor Fressfeinden zu schützen, vor Austrocknung. Man muss sich ja vorstellen, Pflanzen haben sozusagen eine andere Lebensumgebung als wir. Wir haben Beine, wir können von einer Gefahr weglaufen. Pflanzen müssen dort überleben, wo sie sind, und mit allen eben Fressfeinden, mit Trocken, mit extremer Kälte, müssen das praktisch alles verarbeiten am Ort, um praktisch stressresistent zu werden und auch gegen Krankheiten zu wehren. Also praktisch alle Pflanzen und besonders auch viele Pflanzen, die in extremen Klimata wachsen oder sowas, haben so ein ganzes ganze Palette von solchen Pflanzenwirkstoffen entwickelt, die letztendlich sie schützen, die sie resilient machen gegen Umweltstressfaktoren. Und daher kommt dieser Begriff. Und interessanterweise, wir haben als Säugetiere, wie gesagt, weil wir andere Möglichkeiten haben, uns zu wehren sozusagen, haben das nicht entwickelt. Aber viele dieser Pflanzenwirkstoffe wirken eben auch auf unsere Zellen, haben eine ähnliche Wirkung, manchmal eine abgeschwächte gegenüber Pflanzen, aber immer noch ausreichend, um praktisch hier diese positiven Wirkungen auch zu haben. Und das heißt, wir können uns von den Pflanzen sozusagen ihre Resilienz so ein bisschen aneignen oder borgen, und uns praktisch zusätzlich wappnen gegen all die Angriffe, die letztendlich Umwelt, Alter, whatever, sozusagen auf unseren Körper haben. Magst du vielleicht ein bisschen tiefer noch hineingehen, was so in der Zelle passiert, was im Körper passiert, wenn wir diese sekundären Stoffe einnehmen oder konsumieren? Also da gibt es, ich würde mal sagen, zwei große, also sozusagen Wege, wie die wirken können. Zum einen können sie
direkt an praktisch an bestimmte Rezeptoren, also an Andockstellen in der Zelle oder im Metabolismus andocken und dort eine direkte Wirkung haben. Das sind ganz klassisch natürlich solche Dinge wie Koffein, Nikotin, sind ja nun nicht gerade das, was wir für die Gesundheit nehmen wollen, jedenfalls Nikotin nicht. Aber das sind so klassische, deswegen haben die so eine starke Wirkung, weil sie direkt an irgendwelche Rezeptoren oder bestimmte Rezeptoren im Körper oder im Gehirn auch andocken und dahin eine direkte Wirkung letztendlich wie ein Medikament haben, nur eben natürlichem Ursprung. Da gibt es aber auch natürlich andere Stoffe, die auch so etwas machen, die aber sehr viel positivere Wirkungen haben. Zum Beispiel ein Beispiel ist das Resveratrol, das eben an sogenannte Sirtuine andockt, die sozusagen stimuliert. Und Sirtuine sind, weißt du selber, direkte Modulatoren der Epigenetik. Also hier haben wir sozusagen einen ganz direkten Link zur Epigenetik. Und es gibt natürlich andere Stoffe, wie zum Beispiel das Curcumin, Quercetin, die antientzündlich sind. Und natürlich können wir auch noch darauf eingehen, die Entzündung und der Energiemetabolismus oder Stoffwechsel einer Zelle spielen eine ganz erhebliche Rolle, um epigenetisch, sozusagen die Epigenetik möglichst zu optimieren und möglichst, sagen wir, gesund zu erhalten. Also hier gibt es direkte und indirekte Einflussfaktoren. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel bestimmte Pflanzenwirkstoffe eigentlich auch Toxine sind. Aber sie sind Toxine, die nur eine schwache Wirkung haben, eine schwache toxische Wirkung und letztendlich die Zellen dazu bewegen, sozusagen so ein bisschen reizen und dazu bewegen, resilienter selbst zu werden. Das kann man wie bei Sport, nicht? Wenn ich meine Muskeln anstrenge, dann ist das erstmal Stress für die Muskeln. Wenn ich es nicht überanstrenge, dann bedeutet das, dass der Muskel darauf reagiert, dass er wächst und resilienter wird. Und so können wir auch unseren Metabolismus so beeinflussen. Diesen Effekt nennt man Hormesis. Das ist also sozusagen die Stimulierung. Die sozusagen dosierte Stimulierung, nennen das manchmal Yoga für die Zelle, sozusagen um die Zellen resilienter und stressresistenter zu machen. Und auch das hat natürlich wieder sozusagen setzt sich durch und setzt sich fort bis in die Epigenetik. Ja, wir gehen gleich nochmal auf die Entzündung ein, weil es ein riesengroßer Faktor ist, für, wenn wir über das Thema im Altern sprechen, da kommt ja sofort der Begriff Inflammaging hoch. Ich möchte ein bisschen den Richtung blaue Zone gehen, ja, Richtung Blue Zones. Die werden immer noch viel beforscht, sie wurden viel beforscht, das sind ja sogenannte Hotspots, wo viele Menschen älter werden als woanders in der Welt. Und hier spielen sekundäre Pflanzenstoffe in der Ernährung bei diesen Menschen teilweise auch eine große Rolle. Hast du hier vielleicht auch ein bisschen Infos oder auch was vielleicht selber schon mal in so welchen blauen Zonen, wo du siehst, ah, die Menschen, die ernähren sich mit bestimmten Pflanzenstoffen oder mit bestimmter Ernährung, wo diese Pflanzenstoffe drinnen sind und werden aufgrund dessen auch mit alt. Natürlich machen die noch andere Dinge, aber es könnte ein Mitgrund sein. Ja, also es sind sicherlich, da ist in diesen Blue Zones, soweit ich das überblicke, gibt es jetzt nicht eine ganz spezielle Ernährung, die bestimmte Pflanzenwirkstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe besonders hoch machen. Also die essen jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, sehr viel Kurkuma und mit Kurkumin, aber sie essen eine sehr diverse Pflanzendiät. Also viele verschiedene Sachen, viele frische Sachen, das ist ganz wichtig. Und diese sekundären Pflanzenstoffe nehmen wir natürlich mit der normalen Nahrung auf. Das ist auch immer der erste Punkt, muss man ganz klar sagen. Nahrungsergänzungen sind eine Ergänzung, aber ersetzen natürlich nicht eine wirklich gesunde Diät, die viel mit, also frische Gemüse und Obst beinhaltet. Gibt es bestimmte Sorten natürlich, die Kruzifern, also die Kreuzblütler, Brokkoli, Rosenkohl, die Kohlarten,
sind da besonders, besonders reichhaltig auch. Aber es ist, ich glaube, da ist es wirklich die generelle Ernährung, die eben einfach mehr auf diese frische Nahrung setzt, und ganz, ganz wichtig, die nicht hochverarbeiteten Lebensmittel, die essen eben frische Nahrung. Das können wir hier genauso machen. Dazu muss ich nicht auf Sardinien oder Okinawa leben. Das kann ich hier ganz genauso machen. Wenn ich nicht immer zu Fertigessen greife, kann man einfach sagen, dass aus meiner Sicht ist, wenn ich nur eine Faustregel zur Ernährung geben würde, ist, vermeidet hochverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, möglichst viel frisch, möglichst viel selber machen. Das ist schon mal, sagen wir mal, dann hat man schon 80% der Miete, was gesunde Ernährung angeht. Ja. Und ich sehe das größte Problem eigentlich auch bei uns in der Welt, in der wir leben, dass die Welt um uns herum für uns teilweise nicht so optimal mehr ist, toxisch ist, wir sind vielen Umweltgiften ausgesetzt, wir essen viele Umweltgifte, Pestizide, Insektizide und so weiter. Und jeden Tag kommt sozusagen in unseren Körper viel mehr rein, als wahrscheinlich auch wieder rausgeht. Und wir messen es auch bei uns im Institut, wir sehen das sehr, sehr deutlich. Und am Ende führt der Lebensstil, so wie wir heutzutage leben, durch unsere Ernährung, aber auch durch unseren stressigen Lebensstil und andere Faktoren dazu, dass wir eine chronische Entzündung in uns haben, eine stille Entzündung, eine Silent Inflammation, sehr, sehr häufig. Wie siehst du das und warum spielt das eine große Rolle, eine Entzündung, so eine stille Entzündung über einen langen Zeitraum, dass wir eigentlich schneller altern? Also das ist, sehe ich als den physisch, den Hauptgrund, also mit großem Abstand, als das wichtigste, den wichtigsten Treiber von chronischen Entzündungen, von Alterserkrankungen, vom Altern selber. Auch das ist alles wissenschaftlich heute sehr gut belegt, bis hin zur Epigenetik. Das sind ja alles Kreis, sozusagen Regelkreise, nicht? Die Epigenetik steht ja nicht alleine, die reagiert im Grunde, ist ein Ausdruck für einen gestörten Zellmetabolismus oder andere Stressoren und wirkt dann wieder rück auf den Zellmetabolismus, nicht? Das ist und ich glaube auch diese Stressoren sind extreme Treiber dieser chronischen Entzündung. Man muss ja sagen, soweit wir das heute verstehen, jeder von uns entwickelt im Alter ein gewisses Maß oder mit zunehmendem Alter an sozusagen unterschwelligen Entzündung. Die Frage ist, geht das mal über einen Punkt, wo es dann letztendlich in eine Pathologie ausufert, oder kann ich das so im Schach halten, dass ich damit sehr, sehr lange gesund alt werde? Und sozusagen diese Stressoren, zum einen, was du ansprachst, diese Toxine, da würde ich eben auch sagen, ganz wichtig ist mir zum Beispiel, wenn ich viel Obst und Gemüse esse, möglichst Bioprodukte zu nehmen, also die dann eben nicht noch schon sehr stark belastet sind mit allen möglichen Mitteln. Und die sind ja zum Teil, kommt man gar nicht drauf, wo solche Sachen drin sind. Ich habe das neulich gelesen, sehr kritisch gesehene Glyphosat. Ich dachte immer, das wird gegen Unkräuter genutzt. Es wird hauptsächlich genutzt, die größte Menge wird auf Weizen verspritzt, der damit Hartweizen, der eigentlich in südlichen Zonen wächst, zum Beispiel in Nordamerika oder in Kanada, früher reift. Deswegen wird er mit Roundup bespritzt. Und wenn wir dann Nudeln aus diesem Hartweizen bekommen, kriegen wir automatisch, würde man gar nicht vermuten, dann auch da unsere Dosis Glyphosat mit ab, nicht? Also es sind oft ganz versteckte Wege, wie wir diese Toxine untergejubelt bekommen. Und da sind wir also mit Bioprodukten zumindest auf der sicheren, auf der besseren Seite. Ist auch nicht ohne, weil die Toxine überall sind. Aber das ist etwas, was ich stark befürworte. Und man muss auch sagen, dass natürlich bei der Monokultur, Massenproduktion
die Pflanzen auf sehr verarmten Böden wachsen. Und der Nährstoffgehalt gerade an diesen Mikronährstoffen, an sekundären Pflanzenstoffen, einfach niedriger ist in diesen Pflanzen. Das heißt, ich habe schon einen Vorteil auch aus der Sicht, wenn ich möglichst gut gezogenes, und das muss nicht unbedingt mit einem Biosiegel sein, wenn ich einen lokalen Gartenbauer oder auf dem Markt habe, der seine Sachen auch gut zieht, da muss da kein Biosiegel drauf sein. Da kann ich sehr, sehr gute und gerade sehr frische Nahrung bekommen. Also das ist das eine, ja. Und das möchte ich nochmal wiederholen, weil du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Es kommt darauf an, wie, in welcher Qualität unser Essen angebaut wird. Jetzt in dem Fall Gemüse und Obst auch. Dementsprechend habe ich auch gewisse Pflanzenstoffe da drinnen und bestimmte Nährstoffe da drinnen, aber vor allem auch Pflanzenstoffe. Denn bei meines Wissens ist es ja so, bei den sekundären Pflanzenstoffen, umso ja, niedriger teilweise die Bedingungen sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel vielleicht das Weizengras, ja, wo Spermidin draus gemacht wird, als Beispiel. Umso niedriger die Bedingungen sind, wo das Weizengras anwächst, wächst, umso mehr Spermidin zum Beispiel ist in dieser Pflanze drin, weil es sich sozusagen vor der Umwelt schützen muss. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Das heißt, wenn eine Pflanze schnell wächst, dann habe ich natürlich auch wenig sekundäre Pflanzenstoffe da drin wahrscheinlich. Genau, da muss man sich einfach vorstellen, auch eine Pflanze hat nur so und so viel Energie zur Verfügung. Und wenn ich sie so züchte und so anbaue, dass sie möglichst extrem hohen Ertrag bringt, geht alle Energie da rein. Und in diese, und wenn ich dann die Fressfeinde und alles durch chemische Stoffe fernhalte, dann ist es eben eine sehr, auch die in der Pflanze selbst eine Monokultur, die eben auf Makronutrients fokussiert, und diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe werden in der Regel ja auch nicht in ihrer Komplexität getestet. Und es gibt ja oft Tests, die sagen, naja, also das ist alles gleich, ob die Tomate in Styropor Nährlösung ist oder im Freiland, da sind überall dieselben, ja vielleicht die Makronährstoffe, aber die Hunderte oder gar Tausende von sekundären Pflanzenstoffen, die werden ja gar nicht erfasst und getestet. Aber die sind extrem wichtig, und da ist es auch wichtig, eine Vielzahl zu machen. Also zum Beispiel, wenn man Nahrungsergänzungen nimmt, ich halte überhaupt nichts davon, Megadosen von irgendwo einer Substanz zu nehmen. Es ist gerade die Vielfalt von kleinen Dosen, die macht es aus. Das verstehen wir noch nicht genau, warum, aber das ist ganz klar, der hat einen sehr viel größeren Effekt als irgendwelche Megadosen. Ja, das empfehlen wir auch immer wieder. Wir sagen, es macht keinen Sinn, ganz viel OPC einzunehmen und dann Resveratrol zum Beispiel oder Quercetin oder Sulforaphan wegzulassen, weil einfach jedes natürlich seine Berechtigung hat, und lieber kombiniert man die Dinge oder die Stoffe, die man weiß. Aber hier geht es natürlich auch um die Qualität. Und das sehen wir auch bei den Extrakten. Die Extrakte wirken nicht alle epigenetisch gleich. Es kommt tatsächlich auch auf die Qualität der Extrakte an. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, was die Natur da so macht. Genau. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie man sozusagen das Wissen, was du uns jetzt hier mitgibst, in den Alltag integrieren kann. Möchtest du vielleicht nochmal, du hast vorhin schon Kurkumin genannt, du hast Resveratrol genannt, Quercetin und so weiter genannt, vielleicht da mal so ein paar Pflanzenstoffe nennen, wie man sie neben Nahrungsergänzungsmitteln erstmal auch durch die Ernährung bekommen kann zum Beispiel? Ja, also wie gesagt, Kurkumin ist so ein klassisches Beispiel. Das ist eben das Kurkuma oder Curry auch, das ist ja die gelbe Farbe, die da drin ist, wo man das bekommen kann. Resveratrol, muss man sagen, ist ja eigentlich in, kommt ja so ursprünglich mal aus der Traube. Da müsste man aber, ich glaube, 50 Kilo Trauben essen. Das ist, wenn man es praktisch, die Extrakte werden meistens aus so einem Knöterich gewonnen, der höhere Konzentrationen hat. Also ich glaube, mit einer guten, wie wir es vorhin erwähnt haben, gemischten Ernährung kriege ich erstmal so auch eine Breite, die ich in einem Supplement überhaupt, also im Nahrungsergänzungsmittel so gar nicht bekommen kann. Das ist also erstmal die Grundlage. Und dann ist ein großes Hindernis oder eine große Herausforderung,
die sogenannte Bioverfügbarkeit. Das heißt, wenn ich etwas zu mir nehme, wie viel kommt dann wirklich im Körper an? Und das, das zum Beispiel ein Beispiel ist da das Kurkumin, Kurkuma. Von dem, was ich so als Pulver zu mir nehme, sie werden 99,9% wieder ausgeschieden, ohne dass sie ins Blut gehen. Nur 0,1% werden aufgenommen. Das heißt, ich muss schon so einen Teller voll Kurkuma essen, um da eine vernünftige Dosis zu bekommen. Und das hat uns auch letztendlich dazu bewogen, eine Technologie zu entwickeln, die praktisch diese schwer aufzunehmenden Pflanzeninhaltsstoffe ist. Nicht jeder, manche werden sehr gut auch so aufgenommen. Die meist fettlöslichen Pflanzeninhaltsstoffe wirklich in eine Lösung zu bringen mit natürlichen Ölen, also und die praktisch verfügbar zu machen, so dass sie sehr viel besser aufgenommen werden und wir mit einfach sehr, sehr viel kleineren Dosierungen auskommen, um wirklich auch einen guten Effekt zu haben. Das ist also die Bioverfügbarkeit ist ein großer Punkt. Ja. Und das ist ja das Wunderbare, dass man sozusagen, du hast eine wichtige Sache angesprochen, dass man erstmal schaut, okay, die Diät und die Ernährung ist gut und ich kriege eine Vielfalt an bestimmten Pflanzenstoffen zu mir, die auch antientzündlich wirken. Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Ernährungsformen, zum Beispiel eine antientzündliche Diät, die viel aus Amerika kommt, zum Beispiel von Sarah Ballantyne, die da sehr führend ist, hat viele Bücher geschrieben. Und dann, das sehe ich genauso, in der Welt, in der wir heutzutage leben, dürfen wir supplementieren. Also meines Erachtens. Hm. Wenn ich bei unseren Patienten in unserem Institut sehe ich, eigentlich jeder hat eine Silent Inflammation, minimal. Und es geht immer darum, die Entzündung eigentlich so wieder runterzuschrauben, dass dass sie sozusagen vom Körper in Schach gehalten werden kann. Und das Spannende ist ja, dass die sekundären Pflanzenstoffe nicht nur antientzündlich wirken auf der molekularen Ebene, sondern auch, du hast es vorhin erwähnt, auch auf epigenetischer Ebene und teilweise auch Entzündungsgene wie IL-6, TNF-Alpha beeinflussen können. Ja. Und hier sozusagen die Genableseprozesse, dass überhaupt dieses Zytokin entsteht, was dann am Ende eigentlich zu einer Entzündung kommen würde, auch runterdrücken kann. Das ist natürlich hochspannend. Absolut. Also das ist dadurch hat man ja auch praktisch länger anhaltende Effekte. Also der Pflanzeninhaltsstoff, das ist auch was wir beobachtet haben, wenn man ihn zu sich nimmt oder ein Supplement, hat erstmal eine direkte Wirkung. Aber selbst wenn ich das, nicht dauernd, aber wenn ich das mal unterbreche, sind diese Wirkungen eben über die Epigenetik, haben einen längerfristigen Effekt. Das heißt, wir haben auch so einen, sozusagen so einen Puffer, der sich im Körper aufbaut. Nicht, wenn ich irgendein ein Supplement oder ein Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, ist das vielleicht nach 3 bis 4 Stunden aus dem System wieder raus. Aber über diese praktisch epigenetische Beeinflussung baut der Körper praktisch seine eigene Resilienz aus, sozusagen sein Erinnerungsvermögen, sage ich mal, an diesen positiven Reiz und kann das über längere Strecken und auch in besonderen Stresssituationen, in Krankheitssituationen dann auf diese sozusagen auf diese Reserve zurückgreifen. Das ist also ganz ganz wichtig. Und was man auch sozusagen was eine Schlussfolgerung ist, ganz genau wissenschaftlich noch nicht so leicht zu beweisen, ist, dass man sich eben sagen muss, wird ja oft gesagt, eine gesunde Ernährung ist alles, was man braucht. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder sowas sind ja ganz gegen Supplementierung. Da muss man allerdings sagen, das geht davon aus, von jungen, gesunden Erwachsenen, nicht? Und da reicht wahrscheinlich eine gesunde Ernährung aus. Unser Körper ist aber und unsere Genetik und Epigenetik ist ja eigentlich darauf evolutionär ausgerichtet, dass wir ungefähr 40 Jahre alt werden. Dann haben wir unsere unsere sozusagen evolutionäre Fortpflanzungsgrenze erreicht. Dann sind wir von der Evolution her eigentlich überflüssig. Das heißt, der Körper baut dann einfach ab, weil er sagt, den brauchen wir nicht mehr. Ich sag's mal überspitzt. Und wir können im Alter brauchen wir einfach oder in Krankheits- oder Stresssituationen brauchen wir mehr
als wir einfach auch auf der gesündesten Ernährung rausziehen können. Das ist meine Beobachtung. Und da haben wir eben wirklich durch eine intelligente Supplementierung die Möglichkeit, das auszugleichen, zusätzlich zu anderen Faktoren wie Schlaf oder sowas. Also es ist wiederum nicht ein Faktor, sondern es ist ein Baustein in einer gesunden Lebensweise. Ja, definitiv. Und wir empfehlen mittlerweile, weil wir so viele Patienten schon durchgeschleust haben, sehen wir, das Beste ist, dass man präventiv anfängt. Ja? Ich empfehle den meisten schon, bitte fangt mit 30 an. Und wenn es euch noch gut geht. Und du hast eine Sache schön gesagt, und zwar, dass unser Epigenom schreiben wir sozusagen zum Beispiel durch eine Supplementierung über einen längeren Zeitraum um. Und das hält dann auch eine gewisse längere Zeit an, wenn ich dann nicht mehr zum Beispiel das Supplement nehme. Und ich erkläre das immer so gerne mit einer Metapher. Ich kann über 3 bis 4 Monate mich sehr schön und konstant gut ernähren. Und nach, damit schreibe ich auch teilweise das Epigenom um. Und nach 4 Monaten, 5 Monaten, kann ich dann auch mal wieder cheaten und kann dann vielleicht einmal pro Woche eine Pommes essen. Ja? Und die hat dann nicht so einen großen Effekt mehr auf mein Epigenom, weil ich es umgeschrieben habe. Aber man muss halt dann wieder die Ernährung sozusagen weiter durchziehen. Wenn ich aber während diesen 3 Monaten sozusagen zu oft cheate, wo ich das Epigenom aber gerade umschreibe, dann ist es nicht so vorteilhaft. Und genau. Man darf halt über einen gewissen Zeitraum, längere Zeit, das durchziehen. Und man muss ja auch sagen, es ist nicht nur das Cheaten oder das Auslassen. Die Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, ändern sich ja auch. Was heißt, mir kann es wirklich super gehen. Ich mache meine Supplementierung, ich ernähre mich gut. Und dann kommt im Winter, was weiß ich, die Grippewelle, dann kommen einfach zusätzliche, sagen, Attacken auf meinen Körper. Und wenn ich diese epigenetische Reserve habe, dann kann der Körper, auch wenn ich meinen Lebensstil jetzt so weiterführe, gesund, dann muss er einfach manchmal, muss mehr irgendwie mobilisiert werden. Und dann ist eben dieser Langzeitpuffer, den ich aufbaue, dann kann der Körper auf diese Ressourcen zurückgreifen. Und das macht sich eben auch dann letztendlich in der Widerstandskraft gegen Infektionen oder wenn man, was weiß ich, operiert werden muss, in der Rekonvaleszenz, in all diesen Dingen dann sehr stark bemerkbar. Ja. Ich merke, du balancierst ja auch so zwischen Wissenschaft und auch der praktischen Anwendung. Und du hast vorhin angesprochen, dass sekundäre Pflanzenstoffe manchmal nicht so gut bioverfügbar sind. Und dass ihr hier auch eine Technologie entwickelt habt, die Pflanzenstoffe teilweise besser bioverfügbar zu machen. Ja. Magst du da mal kurz drüber sprechen und wie vielleicht auch es eigentlich dazu gekommen ist? Ja, also letztendlich haben wir diese Technologie ursprünglich mal entwickelt im Hinblick auf unseren Pharmawirkstoff, den wir entwickeln. Das ist ja ein synthetischer Stoff und es ist so, dass also viele Medikamente heute sehr schwer bioverfügbar sind, die man herstellt. Also das war so mal der ursprüngliche gedankliche Anstoß und eigentlich dann haben wir realisiert, dass eine bestimmte Variation dieser Technologie, das ist letztendlich eine Mischung natürlicher Öle und natürlicher Stoffe wie, also nennt sich Phospholipide, das sind also letztendlich wie Lecithin, bestimmte also natürliche Emulgatoren, die aber eben auch in der Zelle vorkommen, dass man mit einer sehr bestimmten Mischung dieser ganz natürlichen Stoffe solche sekundären Pflanzenstoffe wie Kurkumin, Quercetin, Resveratrol komplett auflösen kann und praktisch in diesem Öl haltbar machen. Also man braucht keine Konservierungsstoffe oder irgendetwas, weil in reinem Öl wächst kein Bakterium, nicht? Also das kann man einfach so lange stabil halten. Und wenn man diese Öle dann oder dieses Ölgemix mit Phospholipiden praktisch in Wasser gibt, in was heißt, 200 Milliliter Wasser und kräftig schüttelt, dann durch diese verschiedenen Oberflächenspannungen der Ölphase und der Wasserphase bilden sich spontan so eine Art Liposom, nennt sich multilamelläre Vesikel. Das sind praktisch Liposomen wie Zwiebelschalen aufeinander gestapelt.
Und in diesen praktisch, und die Schalen dieser Liposomen ähneln praktisch der Zellmembran, der natürlichen Zellmembran. Deswegen werden sie auch sehr gut erkannt. Und dazwischen lagern sich dann diese sekundären Pflanzenstoffe ein und werden eben sehr gut vom Darm aufgenommen und praktisch ins Blut transportiert. Und dieses Lösen ist eben auch insofern wichtig. Man muss sich mal vorstellen, wenn man eine Darmzelle hat und man hat praktisch, wenn ich so eine Kapsel aufmache mit irgendeinem, was sage ich, Kurkumin oder sowas, und das unter dem Mikroskop angucke, dann sind diese Partikel, sind wie Ziegelsteine für die Zelle. Da liegt also praktisch auf der Zelle liegt so ein dicker Ziegelstein, den kann die gar nicht, das ist alles sehr, sehr klein, kann gar nicht verarbeiten. Aber wenn ich diese Moleküle vereinzelne in einer Flüssigkeit, dann kann die Zelle das sehr viel besser aufnehmen. Und dadurch kriegen wir eben bei bestimmten Stoffen, die sehr schwer bioverfügbar sind, eine extrem gute Bioverfügbarkeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum diese Mixe dann sehr gut wirken. Mhm. Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, du hast ja schon erzählt, dass du viel in der Forschung tätig bist, zwei Biotech-Firmen gegründet hast, mitgegründet hast und du hier zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung balancierst. Was waren für dich denn die bahnbrechendsten Entdeckungen, die du für dich selber gemacht hast, die dich am weitesten auch gebracht haben persönlich in dieser Branche? Sozusagen, neben der liposomalen Technik jetzt zum Beispiel, was gab es denn da noch? Also das bahnbrechendste für mich an Erkenntnis war über die Zeit die Erkenntnis, wie zentral chronische oder Entzündungen und chronische Entzündungen für unser gesamtes Wohlbefinden ist. Also praktisch fast alle Krankheiten, die wir so kennen, die uns Sorgen machen, werden entweder ausgelöst oder vorangetrieben durch chronische Entzündungen. Das ist also, das war anfangs so, dachte ich, wenn ich darüber dann gelesen habe, wissenschaftliche Artikel oder sowas, dachte ich, ach, schon wieder Entzündung. Das ist ja langsam ein bisschen, wird's langweilig irgendwie. Das kann doch nicht sein, das muss doch auch andere Sachen. Aber nein, Entzündung ist wirklich das ist ja letztendlich der Mechanismus, der gemeinsame Mechanismus, wie unser Körper, unsere Zellen auf Stress, auf Angriffe, seien das über Bakterien, über Toxine, über Stress, Altern, auf all diese Sachen reagiert unser Körper mit Entzündung erstmal. Das ist sozusagen die erste Abwehrlinie. Und wenn sich das chronifiziert, wenn das dauernd ist, dann sozusagen kommt es zu einer dauerhaften Schädigung. Und dass dieses gemeinsame Thema, dass das so zentral ist, war, glaube ich, meine größte Schwenk im gesamten Verständnis von Krankheit und Gesundheit, dass wir nicht also irgendwo einen Auslöser haben, den bekämpfen, dann ist, was weiß ich, die Krankheit weg, sondern dass das so eine generalisierte Sache ist. Und die zweite Erkenntnis war, das können wir nicht durch ein einzelnes Medikament in der Regel heilen, sondern durch einen holistischen Ansatz, weil es holistische Wirkung auf den Körper hat, bis hin zur Epigenetik. Und da nützt es nicht, was weiß ich, das Immunsystem nur maximal zu hemmen und zu inhibieren mit einem Immunsuppressor. Dann kriegt vielleicht das Symptom irgendwie weggedrückt, aber die Krankheit schwelt weiter. Ja, sehe ich genauso. Das ist genau meine Meinung und das sehen wir auch. Ich meine, mittlerweile kann man das ja gut messen und du hast auch gesagt, es gibt, da ist sich eigentlich die Wissenschaft mittlerweile einig. Ja. Ja. Wir werden all die Informationen von dir auch hier unter dem Podcast verlinken. Das heißt, jemand, der sich interessiert, hier noch weiter sich auch über die liposomale Technik zu informieren oder auch über Produkte von euch zu informieren, ihr dürft einfach hier unten in den Link einfach mal reinklicken und euch einfach durchklicken und informieren. Magst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was deiner Meinung nach, so wie sich die Medizin im Moment verändert, auch im Thema Longevity-Forschung, im Thema Inflammaging, wie sich hier die Medizin verändern wird zu dem Thema Heilpflanzen, zu dem Thema sekundären Pflanzenstoffen. Was ist da deine Meinung? Wo wird es da hingehen? Ähm,
Also ich kann nur hoffen, dass es mehr in die präventive Richtung geht, denn im Moment ist unser Gesundheitssystem ja letztendlich ein später Reparaturbetrieb, nicht? Also wenn schon drei Reifen platt sind, irgendwie dann kommt das Auto in die Werkstatt, sage ich mal, und dann sind aber auch schon zig Beulen und sonstige Schäden entstanden. Und ich glaube, dass ich kann nur hoffen, dass dieser präventive Ansatz, mit welchen Methoden auch immer, Ernährung, Supplements, Pflanzeninhaltsstoffe, Sport, Lifestyle, genug Schlaf, also das spielt da alles rein, das ist keine einzelne Sache, dass der sich wirklich breit durchsetzt. Nur so, denke ich, können wir überhaupt als alternde Gesellschaft auch sozial überleben, sonst wird das alles sprengen. Und zum Beispiel eben ein Punkt ist, nicht, wenn wir gucken, die Demenz, Alzheimer-Demenz ist ganz klar eigentlich diese Amyloid-Dinge und so und Tau, also das sind Spätfolgen, das sind die Folgen einer chronischen Entzündung im Gehirn, die schon 10 oder 20 Jahre läuft und wir fangen an zu therapieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir werden auch medizinisch mit neuesten Technologien nur sehr begrenzte Fortschritte erzielen, wenn wir erst am Ende der Kette, wenn das Kind schon im Brunnen ist, versuchen zu therapieren. Wirklich vorwärts geht es eigentlich nur, wenn wir frühzeitige Maßnahmen ergreifen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und auch holistisch das Ganze angehen. Ja. Du hast schon so ein bisschen, weil ich jetzt auch zum Schluss kommen möchte, so ein bisschen schon manche Dinge zusammengefasst. Magst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine kraftvolle Botschaft mitgeben, was sie tun können für ein gesünderes Leben, wie sie vielleicht über den Tellerrand schauen können und sich einlassen können? Ja, also kann ich auch nur, ich weiß, dass das auch ein Thema von euch ist, das unterstreichen. Also ich würde sagen, vom Lebensstil her ganz wichtig, und das ist unabhängig vom Alter, ist ein gesunder Schlafrhythmus. Ausreichend Schlaf ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, um Stress zu reduzieren und eine gesunde, gemischte Ernährung, möglichst keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Und natürlich Sport und Bewegung. Und dann praktisch als vierten Schritt, dann kommen Supplemente. Also ich würde sagen, die anderen Sachen, die müssen erstmal oder sollten auf alle Fälle stimmen. Mit einem Nahrungsergänzungsmittel oder auch sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, wenn ich praktisch nur 4 Stunden am Tag schlafe, so viel kann ich gar nicht einwerfen, um das zu kompensieren, nicht? Also wirklich, Lebensstil ist echt entscheidend. Das muss eben nicht sein, dass man wie ein Mönch lebt. Man kann auch mal die Portion Pommes, also man kann sich auch eine Resilienz aufbauen. Wenn es nicht jeden Tag ist, kann man auch Spaß am Leben haben. Das stimmt. Lieber Wolfgang, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst. Wir werden Gerne. all die Dinge, all die Informationen über dich hier in dem Podcast verlinken. Ihr Lieben, schaut hier einfach mal rein. Schaut rein in die Supplements von Wolfgang, in die liposomale Supplements von Wolfgang. Und wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann könnt ihr uns auch schreiben. Lieber Wolfgang, schön, dass du da warst, uns dein Wissen mitgegeben hast und uns nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen auch ja, eine Perspektive mitgegeben hast, die vielleicht man nicht so häufig auch von einem wirklichen Wissenschaftler, von einem klassischen Mediziner auch hört, auch wenn du kein ganz klassischer Mediziner mehr bist, sondern hier wirklich die beiden Welten miteinander verbindest. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, dir auch vielen Dank und euch auch für eure Arbeit, die ich wirklich sehr toll finde. Und ihr seid da auch auf dem richtigen Weg, meines Erachtens. Viel, viel Erfolg und viel Glück. Danke, ebenso. Also, bis dann. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen.
Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.